Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Extreme Daily Challenge bei Rayman Legends, und es gibt wieder den Turm ohne Ende. Und dieses Mal sieht es eigentlich so aus, dass die ersten 500 Meter eigentlich kein großes Problem sein sollten. Das heißt, wenn ihr eigentlich immer nur guckt, dass ihr rechts und links springt, jeder Loom ist euer Freund. Das heißt, achtet einfach auf die Looms, probiert möglichst einfach alle einzusammeln. Dann sollte es eigentlich kein großes Problem sein, diesen ersten Bereich hier ohne Probleme zu schaffen. Gut, zweite Regel, die noch ist, probiert immer, ihr setzt unten am Controller. Ich probiere immer genau in diesem Punkt zu gehen, wo ich gerade laufe. Auch wenn ich an irgendeiner Wand bin, dann probiere ich wie hier jetzt einfach auch direkt den Controller entweder nach links, nach rechts oder nach oben zu drücken, um dadurch einfach ein besseres Haltegefühl zu bekommen. Es gibt nachher gerade die Stelle bei den 500 Meter, wo man besonders aufpassen muss, aber das zeige ich euch gleich nachher nochmal, wenn wir an der entsprechenden Stelle sind. Ansonsten ist es eigentlich wirklich eine ganz triviale. Ich renne immer, springe an allem ab, was irgendwie geht. Und dann sollte es kein Problem sein. So, da kommt jetzt hier nochmal eine kleine Stelle, wo man aufpassen muss. Und zwar hier. Hier drüber. Ganz schneller Wechsel. Und ja, dann hat man die ersten 400 Meter eigentlich auch schon geschafft. Hier auch nochmal dieses mit der Wand durchbrechen. Wenn ihr nicht den richtigen Schlagepunkt erreicht habt, dann probiert einfach den Propeller noch zu nehmen. Das hilft eigentlich normalerweise auch recht gut, um eben die Wand zu schlagen. So, jetzt kommen wir an diese Stelle hier. Jetzt Controller rechts und links loslassen und erst jetzt wieder nach links zu gehen. Und dann schaffen wir die Stelle eigentlich recht gut. Die kommt auch gleich nachher nochmal oben. Ich bin ein paar Mal von der Wand abgerutscht. Deswegen gebe ich euch den Tipp hier gerade auch zu. So, hier die Wand weg. Wieder jeden Loom mitnehmen. Gleiche Stelle nochmal, Controller loslassen und dann wieder nach rechts klicken. So, hier gehen wir hoch, auf der Rutsche den Schlagpassen drücken und dann haben wir auch schon hier 625 Meter. So, es geht weiter, einfach immer jeden Loom mitnehmen, jeden Loom. Hier einen Richtungswechsel, nicht aufpassen, dass man nicht so weit runterrutscht. Und dann haben wir auch die Sicher auch schon. Hier auch wieder Wand, schlagen, Wand. Und schon wieder. So. Hier nochmal. Hier haben wir dann eine kurze Pause, wo wir kurz entspannen können. Und dann geht es auch schon gleich weiter. Und jetzt sind wir schon, ja, mindestens im Drittelbereich. Abspringen von der Wand. Hier auch nochmal abspringen. Keine Angst, wir kommen ja die Jahre. Abspringen, abspringen. Und wir sind bei 900 Metern. Schwieriger. Hier springen wir ab, auch wieder Loom einsammeln, das haben wir alles, gut, hier hoch, schlagen, Sprung, runter, Wechsel, schlagen, Wechsel, Sprung, schlagen, ist auch ein bisschen knifflig, auch wenn ihr das geschafft habt, habt ihr auf jeden Fall jetzt hier, oder seid ihr im Gold sehr, sehr nahe, ich glaube bei 1100 Meter irgendwie war es. Genau, hier, rüber, schlag, und ja, das ist dann verwischt, weil ich den Bob nicht richtig getroffen habe. Aber ihr seht es eigentlich recht witzig, die Runde heute. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch den Goldbereich erreicht. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Und wenn ihr mehr Infos wollt, einfach abonnieren. Ciao!